Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, ja, wir sind jetzt tatsächlich bei unserer Schwerpunktdebatte und bei der Tagesordnung angelangt, wobei es Ihnen wahrscheinlich allen auch nicht so vorkommt wie mir, aber natürlich haben wir ein sehr wichtiges Thema auf der Tagesordnung. Das ist die Bildung und das ist die Schule und das sind die Kinder und Jugendlichen in dieser Stadt. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann gibt es viele verschiedene Erinnerungen, wie wahrscheinlich allen bei Ihnen. Viele positive Erinnerungen bringen. Und Schule wird ja für einen als Schüler, Schülerin ja nicht nur als Ort des Lernens empfunden, was irgendwie klar ist, sondern etwas, was viel mehr bedeutet. Schule erfüllt viel mehr Zweck. Es ist für Kinder und Jugendliche der Ort, wo sie den größten Teil des Tages verbringen, wo sie Freundschaften schließen, erste Freundschaften, neue Freundschaften schließen, wo sie in Konflikt gehen, erstmalig mit Mitschülern oder mit Lehrerinnen und Lehrern, wo sie hoffentlich gerne am Nachmittag Zeit verbringen, um zum Beispiel Freizeitkurse zu besuchen, wo sie gemeinsam zum Mittagessen zusammenkommen und so weiter und so fort. Schule ist also ein Ort voller Erlebnisse für unsere Kinder und Jugendlichen. Ich hoffe natürlich, dass bei Ihnen allen diese positiven Eindrücke und Erinnerungen überwiegen, aber so wie ich es jetzt auch dargestellt habe, ist es wahrscheinlich auch ein verklärtes Bild. Es ist sicher ein Bild, das wir unseren Kindern allen wünschen, nicht nur unseren eigenen, sondern allen in dieser Stadt. Aber die Realität ist für viele Kinder und Jugendliche leider oft eine andere. Und zwar, weil es für viele kein glücklicher Ort ist, weil Kinder ihre gesamte Kindheit oder Jugendzeit nicht als besonders glücklich und erfüllend bezeichnen würden. Weil es Themen gibt wie Mobbing, wie Ausgrenzung, wie Prüfungsangst, Herabwürdigung, abwertende Kommentare von Mitschülerinnen und Mitschülern, Prüfungsstress, großer Druck von mehreren Seiten. Und das kann zu Selbstzweifeln führen, das kann zu psychischen Belastungen führen. Und wenn man nichts dagegen macht, wird das von der Belastung hin zu einer wirklichen psychischen Erkrankung bis hin zu anhaltenden Depressionen und besorgniserregenden Zuständen. Und genau weil das eben die Realität ist und wirklich viele Kinder davon betroffen sind und das in allen Schulen, zeigt es uns, dass das Thema der psychischen Gesundheit für Kinder und Jugendliche in Verbindung mit einer angstfreien Schule so, so ein wichtiges ist. Jetzt gibt es viele verschiedene Bemühungen, natürlich mit Unterstützungspersonal an Schulen zu gehen, die Schulsozialarbeit, die ich hier anführen möchte, die auch in den letzten 2 Jahren der Personalstock um 45% gestiegen ist. Klar braucht es noch viel mehr, genauso wie in der Schulpsychologie, wo wir in Wien aber den Deckel der Kofinanzierung auch schon erreicht haben. Aber es braucht viel Unterstützung an den Schulen und genau da haben wir uns überlegt, was kann zusätzliches Angebot sein, um genau diesem Thema auch Herr zu werden beziehungsweise hier ein zusätzliches Angebot zu schaffen. Und da freut es mich, dass wir heute das Poststück der Mutmillion hoffentlich also beschließen werden, weil es ein neues Projekt ist mit einem Zugang, wie man mit neuen innovativen Ideen eines außerschulischen Angebots, also einer Initiative, direkt an die Schulen gehen kann und direkt mit den Kindern zu arbeiten, um ihnen wieder Mut zu machen, um ihnen zu helfen bei ihren Belastungen, aber auch präventiv zu wirken, was Angst, Stress, Mobbing, Gewalt oder auch Konflikte im Schulraum betrifft. Dafür wurde ein Call ausgerufen in der Höhe von 1 Million Euro. Es ist ein bisschen mehr geworden sogar, wo unterschiedlichste Vereine und Initiativen ihre Projekte einreichen konnten und so direkt an die Schulen gehen können. Vielleicht noch der Bedarf, den wir hier sehen, der hat sich in den letzten Jahren ja natürlich auch noch mal verändert. Psychische Belastungen in Schulen gab es natürlich immer von Kindern und Jugendlichen,
Aber natürlich haben die Corona-Pandemie, aber auch die immer permanent präsenten Krisen in unserer Gesellschaft massiv dazu beigetragen. Und laut der Medizinischen Universität Wien haben sich die Anzahl der Suizidversuche in den letzten Jahren sogar verdreifacht. Und das ist wirklich Wahnsinn, wenn man das liest. Es gibt auch eine ganz interessante Studie, die die WHO durchführt, die Health Behavior in School Age Children Studie, also die größte europäische Kinder- und Jugendgesundheitsstudie, wird in 51 Ländern durchgeführt. Und hier haben wir die Ergebnisse aus dem Schuljahr 21/22, also direkt nach der Pandemie. Die wurden jetzt 23 veröffentlicht. Sie ist jetzt nicht mehr ganz, ganz aktuell, also sie ist jetzt knapp ein Jahr alt. Aber auch hier sehen wir, dass die Belastung immer stärker zunimmt. Interessant finde ich, dass Mädchen stärker psychisch belastet sind als Burschen, dass sie zum Beispiel ihre Lebenszufriedenheit, 31% der Mädchen geben ihre Lebenszufriedenheit mit nicht sehr zufrieden oder nicht zufrieden an, im Vergleich zu 19% der Burschen. Das ist natürlich auch das zu viel, überhaupt keine Frage, aber ein Drittel bei den Mädchen ist schon ein Hammer eigentlich. Ja, ich habe es eh gesagt, aus den psychischen Beschwerden wird dann schnell auch seriöse, wirkliche Krankheiten, Niedergeschlagenheit. Zwischen 3 und 12% der Mädchen werden gemobbt, bei den Burschen ist es ähnlich viel. Auch die Beschwerdelast in Summe ist kontinuierlich gestiegen, bei den Mädchen wieder mehr als bei Burschen. Was auch herausgekommen ist, dass zum Beispiel Kinder, die aus sozial eher benachteiligten Haushalten kommen, also wo es auch finanzielle Schwierigkeiten gibt, die Belastung höher ist, auch logisch aufgrund Zukunftssorgen, die noch dazukommen. Die Frage, was kann ich in meinem Leben eigentlich erreichen? Und dass es im migrantischen Milieu auch höher ist als im nicht-migrantischen Milieu, kommen sicher auch noch Sprachbarrieren dazu, aber auch andere Faktoren. Ja, jetzt vielleicht wieder zurück zur Mutmillion. Es ist ein Projekt, das hier einen neuen Ansatz bringt und ein Ideengeber sein soll, auch wie wir mit dem Thema psychische Gesundheit in den Schulen umgehen. Es gab dazu einen Beirat, der hier diese Projekte auch ausgewählt hat, Bildungsdirektion, die MA11, auch der psychosoziale Dienst der Stadt Wien dabei, die Geschäftsgruppe auch und die Abteilung Bildung und Jugend der Stadt Wien. Und man konnte ein Projekt einreichen mit einem Betrag von 30.000 bis maximal 200.000 Euro. Und rund 30 wurden eingereicht und 10 wurden ausgewählt, die jetzt bis Ende 2025 umgesetzt werden sollen. Und das sind ganz unterschiedlichste Ansätze, die ganz spannend sind. Man kann das alles nachlesen, aber ich möchte einen kurzen Einblick geben der Initiativen, die hier zum Zug gekommen sind. SINPA zum Beispiel, eher ein bekannter Player auch im Bildungsbereich. Mut durch Mentoring, die sich vor allem an Jugendliche im letzten Pflichtschuljahr richtet. Teach for Austria ist mit dabei, Culture School und Volksschulen, die machen Schulklassenbegleitung, das ist ein bereits bestehendes Angebot, das hier ausgeweitet werden kann. Mut macht Schule, Möwe Kinderschutz GmbH ist hier mit dabei, aber auch das Kuratorium für psychosoziale Dienste der Stadt ist dabei mit einem Projekt, wo es darum geht, die psychische Gesundheitsversorgung auszubauen und vor allem Früherkennung in den Klassen voranzutreiben. Und eine Initiative, die ist mir noch auch besonders, einen Verein, den es eh jetzt auch schon länger gibt, die Tage der psychischen Gesundheit anbieten. Ich greife es deswegen heraus, weil es zum Beispiel meine Kinder auch Tage der psychischen Gesundheit in der Schule hatten, also wirklich 2 volle Schultage, die hierfür verwendet wurden. Und das finde ich wirklich großartig und ganz ein wichtiges Projekt. Und ich glaube, wenn man so in die Schulen geht und das möglichst flächendeckend natürlich anbieten kann, das sind das ganz tolle Projekte. Ja, in diesem Sinne hoffe ich sehr auf Ihre Zustimmung heute. Es ist was Neues. Ich glaube, es ist ein guter Ansatz. Die psychische Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen sollten uns alle am Herzen liegen. Wir wissen, dass wir extrem viel zu tun haben in den Schulen, nicht nur in den Schulen, sondern auch im gesamten Lebensumfeld unserer Kinder und Jugendlichen. Die Belastungen sind größer und werden leider noch immer größer. Und dementsprechend bitte ich Sie um Zustimmung zu diesem Poststück. Vielen Dank.